Ja, werden wir sehen, wer im Achtelfinale des Cups das Bummerl heute hat. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball und ich begrüße ganz herzlich bei uns den Horst Schmäler, den Sie sicherlich alle erkannt haben, Liedermacher aus Wien, und den Herrn Ingenieur Augustin vom Cup-Komitee, der dann die Auslosung für das Achtelfinale leiten wird. Der Horst Schmäler ist sozusagen das Glücksengel dann bei der Auslosung. Horst Schmäler, welche Beziehung haben Sie denn eigentlich zum Fußball? Ich habe als Bub schon Fußball gespielt bei uns in Ottergring und Herrn Neues. Und bin heute noch ganz gerne am Fußballplatz, wenn es mir die Zeit erlaubt. Und muss sagen, ich zittere da immer mit unserer Nationalmannschaft, aber auch mit einigen Clubs, die ich ganz einfach gern mag. Also ein Fachmann, der da heute ziehen wird für das Achtelfinale des Snickers Cup. Beginnen wir gleich mit den Spielen und da mit der Begegnung Schwechat gegen Rapid. Da hat es früher ganz große Matches zwischen diesen beiden Teams gegeben. Inzwischen spielen ja die Schwechater ein bisschen tiefer. Aber sie setzten auf einen Mann in ihren Reihen, nämlich auf den Stürmer Augustin, der schon einmal gegen Rapid einen ganz großen Cup-Erfolg gelandet hatte, nämlich im Finale mit Stockerau, damals gegen die Hütteldörfer. ...3000 Zuschauer sind ins Rannersdorfer Stadion gekommen. Die Fans von Schwechat liebäugeln mit einer Cup-Überraschung. Jürgen Peter. Schöner Pass für Augustin. Köck. Krieger. Und Rapid-Tormann Konsel. Die Schwechater zu Beginn respektlos. Rapid heute ohne den gesperrten Zisser. Sliwowski ist verletzt. Seinen Platz im Angriff nimmt Gerald Obrecht, ein 19-jähriger Eigenbauspieler, ein. Und ein guter Schuss von Hörtnagel. Rapid beginnt vorsichtig, versucht das Spiel langsam aufzubauen. In Zeitlupe der Schuss von Alfred Hörtnagel. Schöttl, Brauneder. Für Kubica. Ein Foul von Sperlich und Schiedsrichter Scheuhammer entscheidet sofort auf Elfmeter für Rapid. Die Situation in der Wiederholung, man sieht eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Kübauer wird den Elfmeter schießen. Und das 1:0 für Rapid schon in der 12. Minute. Ein frühes Tor, das zweifellos vieles für Rapid leichter macht, obwohl Trainer Hubert Baumgartner hier nicht gerade erleichtert ausgesehen hat. Ganz im Gegensatz zu den Rapid-Fans. Kubica, Kübauer, er zeigt heute einige technische Feinheiten. Und Gerald Obrecht mit einem herrlichen Tor zum 2:0, nur 3 Minuten später. 15. Minute, 2:0 für Rapid. Schon nach einer Viertelstunde sieht es in Schwechat nicht mehr nach einer Überraschung aus. Bisher ein deutlicher Klasseunterschied, der sich auch schon in Toren dokumentiert. Rindt. Kübauer. Fehler. Peter für Köck. Ja, aber mit diesem Edelroller hat Konsel keine Mühe. Und Schwächert-Trainer Alex Todt sicherlich nicht sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft, die Rapid bisher in keiner Weise gefährden kann. Nur die kämpferische Leistung stimmt. Kubica setzt sich gegen Sperlich durch. Guter Schuss und gut reagiert von Tormann Bertala. Es scheint so, als würde Rapid jetzt mit dem 2:0 im Rücken etwas umkonzentriert werden. Kübauer verschafft sich hier Luft. Schöner Pass für Marasek. Der sucht einen Anspielpartner, schießt lieber und wie. Hans Lattenkreuz. Die große Chance auf das 3:0 für Rapid. In Zeitlupe der herrliche Pass von Didi Kübauer. Und dann der Superschuss von Marasek.
Die Offensive von Rapid kurz vor der Pause bleibt bis jetzt aber unbelohnt. Wieder Marasek. Wird hier gefault. Das gibt Freistoß für Rapid. Schöttl. Und Obrecht per Kopf. Der junge Mann legt heute zweifellos eine Talentprobe ab. In der Zeitlupe die Flanke von Schöttl und der Kopfball von Gerald Obrecht. Petzl. Blitzenetz. Setzt hier Hörtnagel ein. Und eine Minute vor der Pause das 3:0 für Rapid durch Alfred Hörtnagel. Eine verdiente, klare Pausenführung für Rapid in Schwechat gegen den Regionalliga-Club. Das sieht jetzt nach einer ganz klaren Sache aus. Ja, seit eineinhalb Jahren hat Schwechat zu Hause nicht verloren. Aber diesmal wird es eine klare Sache für Rapid, das sieht man schon. Schöttl. Dann fast ein Eigentor von Sperlich. Hier kann er sich bei seinem Tormann Bertalan bedanken. Rapid macht gleich nach Seitenwechsel wieder Druck. Der Gegenseite läuft sich inzwischen ein krass unterbeschäftigter Michael Konsel warm. Bei Rapid kommt jetzt Parisic anstelle vom Blitzenetz. Obrecht. Und wieder ein guter Schuss. Hubert Baumgartner und Reinhard Kiener sind auf der Rapid-Bank schon sichtlich entspannt. Rapid degradiert Schwächert jetzt zu einem Trainingspartner. Parisic. Hörtnagel. Und das ist das 4:0 für Rapid in der 70. Minute. Ja, das lockere Trainingsspiel geht munter weiter. Zuerst Parisic kommt nochmals an den Ball. Nach dieser Abwehr von Tormann Bertalan. Und dann mischt sich Alfred Hörtnagel erfolgreich ein und schießt sein zweites Tor in diesem Spiel zum 4:0. Petzl. Kubica. Foul von Belik, allerdings außerhalb des Strafraumes. Aber Schiedsrichter Scheuhammer entscheidet auf Elfmeter für Rapid. Wir sehen hier in der Zeitlupe, dass das Foul außerhalb des Strafraumes passiert. Was soll's, es gibt Elfmeter für Rapid. Kubica schießt selbst und aus diesem Elfmeter resultiert das 5:0. Die Rapid-Fans dürfen schon zum 5. Mal jubeln. Und statt 3 Corner ein Elfer gibt es diesmal nur einen Corner für Schwächert und dafür gleich 3 Elfer für Rapid. Foul von Sperlich an Marasek, diesmal zur Abwechslung im Strafraum. Wieder Elfmeter. Und auch hier wird der Gefaulte selbst schießen. Marasek trifft zum 6:0. Alfred Augustin, statt Freudengesänge anzustimmen, fällt Ihnen vielleicht das Wiener Lied ein? Oder lieber Augustin, alles ist hin. Ja. Also ich habe vorher schon mit einem Reporter geredet und gesagt, wenn wir 5:0 verlieren, ist das normal. Und wenn wir mehr was machen, ist das eine riesige Überraschung. Und Rapid hat, glaube ich, sehr gut gespielt und das war hochverdient. Ja, ein Favorit hat sich also durchgesetzt.